Hast du den Türgriff zu Dr. Galvanis Labor? Er sagt der Doktor. Lebende Essenzen? Meinst du Innereien? Ich glaube schon. Also musst du deine Hände... Verseucht. Das ist Unsinn. Können wir nicht... Nein, ich sag's dir. Mit Reinigungsbenzin oder weißem Essig. Ist gut, ist gut. Was macht er den ganzen Tag? Ambrose sagt, er züchtet verseuchte Ratten. So ein Quatsch. Der Doktor ist brillant. Wenn jemand die Stadt retten kann, dann er. Der kaiserliche Arzt wird uns retten. Ich habe gehört, sein neuestes Elixier ist doppelt so wirksam. Ich verstehe nicht, warum Galvani Sokolov so bewundert. Kaiserlicher Arzt oder nicht, ich hörte, er sei ein Scheusal. Ein abergläubiger Stelzbock, der mehr Zeit mit Prostituierten als im Labor verbringt. Soll das ein Vorgeschmack auf unsere Ehe sein? Schätze schon, was? Ich hoffe nicht. Ich sage es dir ganz offen, dafür fehlt mir die Ausdauer. Ich sagte ihr doch, die Kinder nicht rauslassen. Ich sagte es ihr doch.
Eine infizierte Ratte unterscheidet sich von der gemeinen Ratte in ihrer Größe und der Rauigkeit ihres Fells und auch in ihrer Intelligenz, wobei diesbezügliche Experimente noch unvollständig sind. Im Koriander Tierleben beschreibt nur die gemeine Ratte. Das bedeutet, infizierte Ratten leben hier höchstens seit 5 bis 7 Jahren. Das war keine allmähliche. Könnten sie absichtlich hierher gebracht worden sein? Vielleicht durch fremde Hand? Achtung, Bürger von Dunbar. Folgende Geschäfte wurden aufgrund von solchen Erregern geschlossen und vom Staat beschlagnahmt. Barrows Barbershop and Surgery, The Duke and Dancer Alehouse, Barrett's Printing Firm, Handyworth Tech and Seven Emporium, Bundy Smoke.